Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, meine lieben erwachten Seelen, wir haben eine sehr, sehr spannende Zeit, eine sehr aufgeladene Zeit. Das kann man aus der Zeitqualität, würde ich sagen, sehr einfach herauslesen. Die Sonne im Löwen, diese Zeit hat es wirklich in sich gehabt. Wir haben eben die Auslösungen Uranus und Mars im Quadrat, Sonne, Uranus-Quadrat war schon vorbei, aber wir hatten auch in dieser Zeit die Auslösung Mars-Uranus und natürlich auch diese längere Phase von Sonne-Saturn-Opposition, einem starken Frustrationsaspekt. Wir gehen jetzt hinein in den nächsten Tagen in das Quadrat zwischen Sonne und Mars, was natürlich auch sehr wütend macht, aber auch eine Energie der Frustration in sich birgt. Warum? Weil Sonne steht für mich, Mars steht für mein Handeln und das Quadrat bedeutet dagegen. Also das heißt übersetzt, ich handle Mars gegen mich selbst. Also das heißt eine Art, selbstbeschädigendes Verhaltensmuster. Das heißt, es ist eine schwierige Zeit, ja? schwerer Aspekt. Aber heute haben wir zunächst einmal Sonne Neptun aufzuarbeiten und zwar ein Quinkungsaspekt. Quinkungs meint 150 Grad, also hier 30, 60, 90, 120, 150 Grad Aspekt ist für mich schon eher, ja, wird oft als Hauptaspekt geführt. Ich würde sagen, das grenzt schon an Nebenaspekt, weil Quinkungs ist ein leicht negativer Aspekt, also nichts Aufregendes, nichts Dramatisches, aber eben auch im Zusammenhang mit der Zeitqualität, würde ich sagen, sehr signifikant und verdeutlicht eigentlich auch nichts anderes als die Aussage von Sonne, Opposition, Saturn. Das ist sehr ähnlich. Warum? Weil Sonne, Neptun steht dafür, dass man Träume hat, ja? Träume hat, die aber nichts werden, ja. Also das heißt, Quinkungs ist leicht negativ, also das heißt, das wird nicht so richtig was. Und hier haben wir dann eben einen inneren Kampf, eine innere Zerrissenheit zwischen unserem schöpferischen Potenzial, zwischen unserer, sagen wir so, schöpferisches Potenzial, also Fantasie wäre vielleicht hier, Fantasiekräfte und unser Selbst, unsere Persönlichkeit. Natürlich ist in diesem Fall die Sonne, weil sie im Löwen steht, auch ein schöpferisches Potenzial. Also das heißt, wir haben hier eigentlich zwei kreative Energien, die irgendwie nicht miteinander, sondern gegeneinander arbeiten. Also das heißt, die auseinanderdriften. Wer sind denn diese beiden? Zunächst einmal ist die Sonne als Herrscher des siebenten Hauses für Verträge, internationale Handelspartner, aber einfacher ausgesprochen steht es auch für Beziehungen, Partnerschaften, Lebensgefährten und natürlich auch für Feinde. Ja, interessanterweise steht das siebte Haus auch für Feinde und noch absurder, es steht auch für Krieg. Ja? Ganz, ganz, ganz interessant, dass das siebte Haus auch für Krieg steht. Wir sehen hier Neptun als eingeschlossene Herrscherin des ersten Hauses im ersten Haus. Herrscher von 1 ist Uranus, Spitze drittes Haus, aber Nebenherrscher von 1 in 1 ist Neptun. Also das heißt, es war offensichtlich, ja, weil Neptun steht ja mundan gesehen für Staatsutopien, ja, wie wir es damals ja in Russland erlebt haben, in der damaligen UdSSR, absolute Staatsutopien, die nur mit Milliarden und Abermilliarden Dollar Investment aus Amerika damals finanziert werden konnte. Ja. Ansonsten, wer daran glaubt, dass die UdSSR ein lebensfähiges Gebilde war, muss ich ganz ehrlich sagen, ja, eben, Neptun. Es ist Neptun. Es sind neptunische, es ist Takatuka-Land. Ja? Es ist hier Takatuka-Land. Man hofft sozusagen, man hofft auf irgendetwas, ja? Aber die Realität, die Handelspartner spielen hier nicht mehr mit. Ja? Die unterstützen diese Staatsutopie nicht mehr. Ein Handelspartner hat es gerne mit realen Szenarien zu tun, aber nicht mit Pippi Langstrumpfstan, ja? Oder Takatuka-Land, ja? Ich mein, oder Entenhausen von mir. Ja? Also ganz interessanter Aspekt. Das heißt,
Wir verlieren, das sagt dieser Aspekt, ja, unsere Heimat verliert zahlreiche Handelspartner wegen Illusionen, wegen, ja, Volksgenossen, oh, die Kurbelschwurbleranzahl wird verdreifacht, die Vogelschreiter müssen vermehrt werden. Ja, richtig, richtig. Wir haben vergessen, die grüne Energierevolution, die schlägt, wusch, die schlägt voll durch, ja, die schlägt voll durch. Und ich meine, es wird allmählich jetzt ein bisschen Zeit für die Wahrheit. Und wir sehen auch hier, Herrscher von 12, Saturn, im ersten Haus, rückläufig. Also das heißt, hier eigentlich dasselbe Thema, was wir hier hatten. Takatuka-Land, ja, das Land der Illusionen, das Märchenland, Wolkenkuckucksheim, ja, funktioniert nicht. Es geht nicht, ja, es funktioniert nicht. Ich kann nicht sozusagen eine Energiewende als Beispiel jetzt einleiten mit Vogelschreddern. Das geht nicht, ja. Natürlich mit freier Energie natürlich schon, aber das wollen sie nicht, weil da kann man ja keinen Zählerkasten angehängt, ja, wo man abrechnen kann, wie viel du löhnen darfst, ja, damit das System weiterläuft. Nein, nein, nein. Also das heißt, sie versuchen die Quadratur des Kreises, sie versuchen uns irgendwas Grünes aufzuschwurbeln, verheimlichen uns aber die freie Energie, ja. Also das läuft nicht. Das läuft einfach so. Aber ist egal. Wir leben in einem kollektiven, sehr spannenden Entwicklungsprozess und wir sehen, wie sich Spreu von Weizen miteinander trennen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte mir nie gedacht, dass es so viel Spreu gibt. Ja, also es schaut aus, als würde der Weizen immer weniger und weniger werden. Aber in dem Fall wahrscheinlich ist Dinkel gesünder. Aber wie auch immer, ja, wie auch immer, wir sehen hier über die Sonne Saturn-Opposition, große Frustration, Hemmungen. Also sozusagen auch hier sehen wir, die Handelspartner spielen mit diesen ganzen Phantasmagorien und Lügenkonstruktionen einfach nicht mehr mit. Die sagen, macht's was wollt, aber lasst uns in Ruhe. Ja. Bleibt in Entenhausen oder ich weiß nicht, keine Ahnung, du verstehst, ich würde gerne gewisse Dinge im Klartext ausdrücken. Ich weiß wahrscheinlich, auf Telegram dürfte ich das, hier auf YouTube darf ich mir das nicht leisten. Ja. Aber egal, schauen wir mal, wie sich die Dinge weiterentwickeln. Ich werde mich auch weiterentwickeln. Ich habe schon einige Projekte, die ich umsetzen werde. Möchte darüber noch nicht reden. Über ungelegte Eier soll man nicht philosophieren. Aber wie gesagt, auch ich mache eine Metamorphose durch. Das heißt, wir sehen hier, dass gewisse Dinge einfach nicht mehr laufen. Es läuft nicht mehr. Und in diesem Horoskop ist natürlich jetzt noch einiges anderes drinnen. Ja? Zum Beispiel Mond. Mond-Venus im Quadrat. Sehr schwerer, sehr, sehr schwieriger Aspekt. Mond-Venus, wie sagt man, schenkt man oft zu wenig Aufmerksamkeit. Aber Mond-Venus ist halt eben ein Aspekt von schwerer emotionaler Verspannung. Ja? Also das heißt, hier haben wir eine tief sitzende Unsicherheit, eine Verunsicherung. Man sagt die Weiblichkeit, ja, weil hier, wenn ich es jetzt banal auflösen darf, den Aspekt, die Spannung zwischen Mond und Venus bedeutet, Mond ist quasi die Mutterschaft, Familie und Venus ist sozusagen die Lust am Leben, die Freude auch an Sexualität. Also das heißt, hier haben wir eine starke Spannung, die man als solche, wenn man sich denkt, naja, Mond-Venus-Aspekt ist ja nicht so schlimm, doch, das sind ganz, ganz gravierende Aspekte. Also hier haben wir eine schwere Verspannung. Und wie ich das im ersten Teil schon angesprochen habe, natürlich hängt das auch mit dem siebten Haus zusammen. Das heißt, wir haben hier zum Beispiel Sonneherrscher von 7, steht natürlich auch für Partnerschaften. Wir sehen hier über dieses Quinkungs, dass sich eben gewisse Partnerschaften halt eben als Irrtum herausstellen, dass man eben hier einer Illusion aufgesessen ist. Also das heißt, auch hier haben wir Schwierigkeiten. Von den Zahlen, in der alten Zahlenreihe hatten wir die 25 an zweiter Stelle. Also das heißt, diese Streitzahl, wo man sich auch rächen möchte, du weißt ja, das ist der Stachel des Skorpion, den sehe ich jetzt hier noch nicht. Ja? Aber hier sehen wir ihn über Mars. Über Mars sehen wir sehr wohl großen Streit im Zusammenhang mit Partnerschaften, große Auseinandersetzungen und auch natürlich etwas, was Schmerzen bereitet hat. Also hier bahnt sich doch einiges erkennbar an. Um nochmal zurückzukommen auf Mond. Venus ist natürlich auch die natürliche Herrscherin des siebten Hauses, aber in erster Linie ist sie die Herrscherin des dritten Hauses und des achten Hauses. Und da haben wir schon wieder eine Aussage, die wir immer und immer wieder hatten. Die Venus steht in dem Fall Wirtschaft, Handel und Industrie, steht im sechsten Haus
bedrängt, in einer schlechten Position. Jetzt kann man sagen, ja, sie sind fleißig, sie bemühen sich. Ja, kann man durchaus herauslesen. Sechstes Haus muss ja nicht immer negativ sein, weil es für Krankheiten steht. Aber es ist halt hier, dass es ein bisschen kleinlicher wird, weil die Jungfrau ist ja sehr genau, also sechstes Haus steht für Jungfrau, ist ein bisschen kleinlicher, ein bisschen detailverliebter, wäre nicht so das große Problem, aber Venus ist gleichzeitig auch die Herrscherin des achten Hauses und das bedeutet natürlich auch, dass hier die Wirtschaft, Handel und Industrie einen großen Niedergangsprozess, aber auch Transformationsprozess hat. Wie wir wissen, die Wirtschaft ist extrem anpassungsfähig und die Wirtschaft hat sich im Laufe der Jahrhunderte immer am schnellsten gewandelt. Ja? Also die Wirtschaft, weil es ja um Gewinne ging, das heißt, die Wirtschaft war, was das anlangt, am flexibelsten. Ja? Also die Wirtschaft, die hat eine immense Überlebensfähigkeit. Also sehr spannend, was man hier herauslesen kann. Ich möchte diesen Aspekt hier noch beenden und dann gehen wir in den dritten Teil. Wir sehen hier Mond, Herrscherin des sechsten Hauses im zweiten Haus. Was natürlich bedeutet, dass hier im Finanzsystem kommt es jetzt zu starken Verschiebungen. Der Mond steht ja für die Gezeiten. Das heißt, wir werden jetzt hier starke Fluktuationen auf dem Geldsektor sehen, obwohl der Mond im Stier an sich gut gestellt ist, in Erhöhung und auch im zweiten Haus ist er gut gestellt, aber nicht als Herrscherin des sechsten Hauses. Das heißt, hier haben wir es mit Problemen zu tun. Und wie schaut es generell im Finanzhaus aus? Ich würde sagen, Spitze zweites Haus im Widder, werden wir dann den dritten Teil damit beginnen. Ende!